Hallihallo und herzlich willkommen hier zu meiner nächsten Mod-Vorstellung. Heute zeige ich euch den schönen Grasshopper in allen seinen schönen Varianten, die es gibt. Wir haben hier die Ursprungsvariante 1, 1.2, hier haben wir die 2.0 vom Grasshopper, dann haben wir hier den Grass Truck und den Grass Harvest. Die genaue Erklärung, warum es verschiedenste gibt, steht im Download-Link bzw. in der Mod-Beschreibung dabei. Wir haben hinten Gewichte anzubringen, wie man hier sieht, und da können wir da auch gleich mehrere machen. So viele, wie man braucht. Wir fahren jetzt eine Runde mit dem Grasshopper, mit dem neuen. Haben tun wir 9,1 Tonnen Gewicht, 3 Meter Breite, 5 Meter Länge, 2750 PS, 7220 Newtonmeter, 240 km Höchstgeschwindigkeit, volle Vierradlenkung, klebt am Hang, lädt 100.000 Liter Standardfrüchte, hell vergeht. Ordentlichen Rahmen eingebaut, Überrollkäfig ausgebaut, so ziemlich viele Attacher und alle Service-Trigger. So, und jetzt geht's als erstes mal ab auf die Piste, gucken wir, ob er wirklich so klebt, wie sie schreiben. Für das haben wir ja meine Piste. Jumps sind schön, funktionieren. Ist auch mehr ein Fun-Mod als alles andere, also Spaß machen tut er auf jeden Fall. Ich habe ihn schon ein bisschen getestet. Ich habe nämlich auch gleich mal Gras angebaut, weil wir werden nämlich gleich noch Grasmin testen. Einmal noch die volle Ladung ab über den Berg. Oh, hops. Und was bei dem besonders schön ist, wenn das hier passiert, macht man einmal die Shift-Taste. Sollte eigentlich, achso, nicht das Gewicht, sondern das hier. Man sieht schon, das Ding dreht sich. Blinker funktionieren übrigens auch, wie man gerade sieht. Wir haben hier einen Frontlader, können wir auch jederzeit anbauen, funktioniert auch. Nein, nicht schon wieder. Nicht auf den Buckel fallen. Wie man sieht, man kann hier alle möglichen Verdrehungen, Verwindungen und so weiter machen mit dem Ding. Macht echt Spaß damit zu fahren. Wenn ich es jetzt nur noch schaffen würde, dass er sich aufrichtet, nicht wieder auf den Buckel landet. Na gut, dann nehmen wir den anderen. Ist ja egal, welchen wir nehmen. Ach nee, ist nicht egal, weil wir wollen ja Gras mit. Ist egal. Machen wir so. Im Shop sehen die übrigens so aus. Kosten alle nur 100 Euro. 1 Euro pro Tag im Unterhalt. Können alles Mögliche machen und so weiter und so fort. So. So, hier haben wir ihn. Und jetzt geht's ab ans Grasmin. Ich habe extra eine Wiese für uns angelegt. Weil das will ich euch nämlich unbedingt zeigen, wie das bei dem geht. Rückwärtsgang, so hierher. Mewerk, ausfahren. So, ist schon wieder da, sollte weitergehen. Ich hoffe, da war keine Unterbrechung im Video, sonst muss ich es rausschneiden. Aber ihr seht, man kann hier laden und er fängt schon an, seinen Bunker zu füllen. Wie gesagt, 100.000 Liter bringen wir rein. Und das Ding ist höllisch schnell, auch mit dem Mähbalken dran. Ihr seht, was der für eine Breite wegmacht. Zack, zack, ist das Feld gemäht. Schneller geht's kaum, schneller geht's nicht. Schöner Fahrmod, macht Spaß zum Fahren. Von mir auf jeden Fall Daumen nach oben. Und von meiner Seite her gibt es nur noch eins zu sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Abos, Likes, Kommentare natürlich gerne dazulassen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tschüss und bye bye, euer Fipsi.